Es war ein Tag wie jeder andere, als der illegale Migrant Hamoudi aufwachte und beschloss, dass er zurückkehren würde. Er lebte seit Jahren in Deutschland als Migrant, entfernt von seiner Familie und seinem Heimatland Syrien. Er hatte sich jedoch immer an die Hoffnung geklammert, dass eines Tages Frieden herrschen würde und er in die Heimat zurückkehren könnte. Als die Nachricht kam, dass der Krieg in Syrien vorbei war und sein Dorf wieder sicher war, packte Hamoudi sofort seine Sachen und bereitete sich auf die Rückreise vor. Er war glücklich und aufgeregt zugleich, denn er würde endlich wieder seine Familie sehen und in sein Zuhause zurückkehren können. In Deutschland, in seinem Dorf, war Hamoudi beliebt und respektiert. Er hatte sich um seine Nachbarn und Freunde gekümmert und sie im Alltag mit leichten Arbeiten unterstützt, da er, aufgrund seiner fehlenden Ausbildung, keiner Arbeit nachgehen konnte. Nun, da er ging, würden sie ihn vermissen. Einige von ihnen waren sogar zum Flughafen gekommen, um ihn zu verabschieden. Der Flug nach Syrien war lang und beschwerlich, aber Hamoudi war entschlossen und glücklich. Als er endlich in seinem Dorf ankam, wurde er von seiner Familie und Freunden herzlich empfangen. Er konnte es kaum glauben, dass er endlich wieder zu Hause war. Er erfuhr, dass sein Haus und sein Geschäft intakt waren und dass er schnell wieder arbeiten und sein Leben aufnehmen konnte, wo er es vor Jahren verlassen hatte. Hamoudi war glücklich und dankbar, dass er endlich nach Hause zurückkehren konnte und dass Frieden in Syrien herrschte. In Deutschland, in seinem Dorf, war nun Platz für eine deutsche, kinderreiche Familie. Hamoudis Nachbarn vermissten ihn, aber sie verstanden auch, dass er zurückkehren musste, um sein Leben wieder aufzunehmen. Auch Hamoudi hatte lange ein schlechtes Gewissen, denn Wohnraum ist aufgrund der millionenhaften Migration aus Afrika und dem Orient knapp in Deutschland. Hamoudis Freunde bleiben aber für immer in seinen Erinnerungen als die Menschen, die ihm geholfen hatten, sich in Deutschland zurechtzufinden, als er ein illegaler Migrant war.